Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2008 General Manager Mode mit Josh. Hi. So, wir sind bei ECW und das erste Match haben wir. Das wird MVP vs. The Rock sein, Tables Match. Die haben ja eine kleine Feder, die zwei Spaßvögel. Match 2 bleibt offen. Promo 1, schauen wir mal. Leere Matchcard-Plan, hä? Willst du denn? Neuer Superstar haben wir ja keinen. Fehde statt Match. Was ist das nochmal? Ja, das ist, wenn du zum Beispiel einen verletzten Wrestler hast. Dann hast eine, du kannst da eine Fädensituation. Also. Ich finde übrigens, der Wrestler, der da... Guck mal, das ist doch mal nice, du. Ja, das... ja, kann das ich jetzt hier auch gucken? Ja, kann ich. Batista. Der hat keine... Hat der eine Fäde? Nein? Oder nicht? Nee. Der hat der eine Fäde? Ich muss jetzt gucken. Ich habe die eine Fäde wieder vergessen. Ich vergesse immer meine Fäden. Ist ja blöd. Den Titelkampf. Ach, Umaga und... Da geht es nicht um den Titel. Stimmt, geht es nicht um den Titel. Du brauchst eine Fehde um den Titel. Das bringt Umaga am meisten... Umaga und Undertaker. Sterne. Ja, demnächst. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Hier, guck mal, ich finde... Inaktiver Superstar, wie viel haben denn Umaga und Undertaker? Undertaker ist noch fit. Umaga auch. Ach, Herr Jemene. Dann schulden wir mal Batista. Ah, hol doch den, der inaktiv ist, der... Wer? Du hast doch einen, der Gehirnerschütterung hat und inaktiv ist. Der ist nur einmal nicht da. Ah, gut. Das ist ja unnötig. Gehirnerschütterung hat, haben die jeden Tag. So. Promo 2, machen wir was? Sollen wir einen Titelkampf machen? Mach, was du denkst. Also, ich würde es machen, weil... Ja, komm, wir hauen wieder einen Titelkampf rein. Ja, um wen lässt du denn kämpfen? Um welchen Titel? Lass mir überlegen. Schwer, ne? So, und jetzt beim Main Event schon direkt machen, oder? Ja klar, du musst ja. Ja, nee, kann ja auch sein, dass das dann für die nächste Show oder so... Mach doch mal Fatal 4-Way oder so, oder hier Six Man. Aber Triple Threat könnten wir machen. Aber wenn, dann muss es schon ein Triple Threat machen. Ich glaube, es hat. Ja, der Champion muss schon drin sein, meine Freunde. Muss nicht unbedingt. Sieht doch gut aus. Sandman wäre doch geil. Der passt doch gut zu Hardcore. Aber hol noch einen mit hoher Popularität rein. Shawn Michaels. Ja. Ne? Ja. Perfekt. Gut, und damit ist die Matchcard auch schon fertig. Nee, da fehlt noch was. was? Ach, wir machen noch ein Fädenmatch. Aber normales One-on-One. Soll es auch noch geben. Der Undertaker. Der Totengräber gegen den... Der Unternehmer. Leider bereits verstorbenen Jamal. So, nochmal ein Normal Match, oder? Du wirst keine Punkte bekommen. Parking Lot Brawl, Steel Cage. Die sind immer so kaputt, Alter. Parking Lot Brawl, komm, haben wir gar nicht. Ja stimmt, danach war Johnny Nitro dann bei mir im Arsch. The Rock hat noch kein Match. Doch. Ach stimmt, ganz am Anfang, MVP. Ja. Bobby Lashley hat Chris Masters. Der ist verletzt. Kane haben wir. Ach stimmt, der ist verletzt. Kane hast du noch nicht. Kane haben wir. Sabu. Snitsky und William Regal. Ja, dann mach doch noch ein Fatal 4-Way, komm, dann hau alle raus. Ja. Sabu gegen... Kane. Gegen William Regal. Obwohl, William Regal ist scheiße. Aber dann machen wir... Snitsky ist kaputt. Nee, dann lassen wir den noch nicht kämpfen. Okay. Sabu gegen Kane in einem... Alter, Parking Lot, Bro. Hat Sabu ja... Obwohl, Sabu ist eine harte Socke, ne? Sabu kann mit Waffen umgehen. Der hat, glaube ich, mehr Narben am Körper als... Leute in dem einen Royal Rumble rausgeschmissen hat. So, also MVP gegen The Rock. Dann offen. Dann nochmal Batista als inaktiver Superstar. Sabu gegen Kane. Parking Lot Brawl. Einzel, kein Manager. Undertaker gegen Umaga. Fädenmatch, das zweite. Dann der Titelkampf-Hype und dann Triple Threat Match um den ECW Championship. Hardcore Triple Threat Match. Hardcore Triple Threat muss Match. Muss man dabei sagen. Es ist ja um den ECW, da muss man. Was ist denn das für ein? Das ist doch nicht der ECW-Titel. Moment mal. Guck mal. So sah der doch nicht aus, oder? Sah der so aus? Vielleicht sah der so mal aus. Ich weiß das gar nicht. Gut, meine Damen und Herren, dann simulieren wir. Ah, ne, wir erstmal bestätigen. Gut. So, jetzt simulieren wir das. Was ich sage, du? Ja. Ja, gut, sag ich auch. MVP. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ah, der Was ist das denn? MVP. Aber jetzt wird er bestimmt gepusht. Ah. Dafür geht der Rocker bestimmt runter. Ach, das wollte ich schon zusehen machen hier. Was sagst du? Kane. Ich sag Sabu. Ich sag Kane. Ich hab recht. Dann bin ich jetzt mal für den Underdog, Undertaker, nee, für Umaga bin ich. Gut, dann bin ich auch für Umaga.
willst auch mal gewinnen. Ja. So, meine Damen und Herren, was glaubst du, wer gewinnt? Schwere Sache. Ich glaube, Lashley behält seinen Titel. Ja, kann sein. Der schlägt sich jetzt durch und behält den. Du hast keinen Rey Mysterio, oder? Nee, der ist bei Raw. Das ist blöd als Tag Team Division Typ. Wieso als Tag Team Division Typ? Ja, du bist doch du hast doch die Tag Team, den Tag. Du meinst Cruiserweight, ja. Ich dachte gerade, ja, Tag Team habe ich, den hat der andere auch. Ja, der andere hat dafür die Damen. Ich habe jetzt Chavo Guerrero. Die Damen. Chavo kann ja, ja. Following contest is a hardcore match. Ist ja eigentlich Eddie Guerrero nicht drin? Oder haben wir den nur nicht frei? Oder ist der bei? Kann ich dir nicht sagen. Soviel ich weiß, kann ich dir nichts sagen. Wer weiß. Vielleicht ist er drin, vielleicht auch nicht. Man, wir werden also im Spiel ist er auf jeden Fall. Weil, ja, Enter. Descent. Und da kommt er, Kendo Stick und der Bierdose. Ah, der Kendo Stick liegt, glaube ich, gar nicht draußen. Also der ist auch weg. Die Shillelagh. Ich glaube, in irgendeinem Spiel konnte man die Shillelagh sogar benutzen. Ich weiß auch nicht mehr in welchem. Mit seinem coolen Barbed Wire Tattoo. Stacheldraht Tattoo. Der Sandman. Sandman? Alter, gleichzeitig die Dinger. So. Okay, das ist gruselig. Ja. HBK, das Sexy Boy Shawn Michaels. Das hier ist Da-Rock. Da-Rock. Der Brahma Bull, the People's Champ, the Great One. Der hatte eigentlich ziemlich viele Spitznamen. Der Rock war übrigens der einzige, der jeden WWE-Titel hatte. Also Gürtel. Den ganz alten. Dann den etwas älteren dazu. Ja. Ich habe verstanden, der einen und das hat. Nee, der alle. Okay. Dann den Spinner und den. Jetzt halt den neuen, den hat er ja selbst eingeführt. Ja. Dann schauen wir mal, was EC Dub so bringt heute, meine Damen und Herren. Also, der ECW-Champion Bobby Lashley will seinen Titel verteidigen. HBK holt sich erstmal einen Stuhl. Gegen. Da hätte er können einen Hammer holen, aber er hat ihn liegen lassen. Gegen Mr. WrestleMania, Shawn Michaels und... So, Shawn Michaels geht scheinbar auf den Ref. Nein, doch nicht. Mr. Ich trinke Bier, auch Gippen und habe einen Kendo-Stick dabei. Sandman, so, Swinging Neckbreaker gegen Bobby Lashley, gegen den Champion. Und jetzt, Shawn Michaels chillt ganz hart. Aber er weicht aus. Gerade sagen, ohne sich zu bewegen, weicht er perfekt aus. Sandman macht so, als würde er Shawn Michaels angreifen. Ja, aber in Wirklichkeit sind die beste Freunde. Das war, ja, es war alles nur Tarnung. Bobby Lashley hält den Stuhl fest. Alter. Nicht mehr. Alter, ich hab gedacht, der hat den umgenockt. Ja, ich auch, aber der ist nur rausgeklettert. Ich hab gedacht, der hat den umgenockt. Mal so, schauen, oh, jetzt Bobby Lashley mit dem Hammer in der Hand. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Und, oh, ein Stuhl. Ist ja langweilig. Wäre so richtig cool, wenn jetzt Bobby Lashley nochmal käme und dann gegen Biggie Langston fäden würde, weil die einfach genau gleich aussehen, ey. Ja. Das stimmt, aber... Das beide genau den gleichen Körperbau und beide wird wohl eher stark nicht pigmentiert. Vorkommen. Ja, wird wohl nicht vorkommen. Oh, der erste Treffer mit einem... Jetzt mit einer geht's Waffe. Ab. Jetzt kommt die Hardcore-Ära von SmackDown vs. Raw 2008 und schon wieder. Das ist immer so geil, dieser Schlag auf den Kopf, wie sie dann noch so kurz stehen bleiben und dann umfallen. Wieso hat HBK jetzt seinen Finisher, ohne sich überhaupt bewegt zu haben? Ich weiß nicht, der cheatet. Aber Sandman dann ja auch fast. Ja, Sandman hat zweimal, also so einen Stuhlschlag. Ja, ja, der gibt das ist bei fast jedem Spiel, dass die, also ja. Bei GTA nicht, aber bei hier im Wrestling. Bei Wrestling-Spielen kriegst du fast also sauschnell den Finisher, wenn du mit Waffen kämpfst. Aber später ist es nicht mehr so krass wie hier bei dem Spiel. Ja, da schlägst du zweimal mit dem Stuhl und hast einen Finisher. Ja, es ist hier so übel. Sandman hat jetzt den Finisher und speichert ihn, genau wie HBK, der Showman. Das ist scheinbar eine unterbewusste Nachricht, die... Oh, Stacheldraht. Unterbewusste Nachricht, die uns vermitteln wollen. Wenn man Waffen benutzt, ist man besser. Ja. Stacheldraht Baseballschläger. Bin ich ja mal gespannt. Vintage und, Michaels. Oh, Vintage Michaels, ja. In die Fresse. So, jetzt zwei Stühle und die geile Stacheldrahtkeule dabei. Und? Kein Finisher. Doch, Ist der Finisher von Lashley. Ach, der Dominator oder der so. Der Dominator, genau. Und er hat schon wieder den Finisher, was immer ziemlich noch, krass ist. Der hat. Nee, er hat gerade. Nee, der hat seinen den, Showman benutzt. Ja, um den von Bobby. Aber er hatte noch den anderen eh schon. Der hatte den da schon. Okay. Du hörst das nicht, ich höre ja immer noch das Fling, wenn er. Ach so, ja, den aber er hat auf jeden Fall nochmal den Finisher. Ja, der hat den nicht durch den anderen Finisher bekommen. Ja, nee, das ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall hat er dann wieder. Ja, das stimmt.
So. Dann bin ich mal gespannt. Ihr drei. Die schauen sich vor allem mit ihren Waffen. Oh, von hinten. Das aber, war also. Aber was die echt gut können, ist so eine Waffe in der Hand halten. Ja, ja, das war so drauf. Das ist echt krass, wie gut die das können. Also, Respekt. So einen Stuhl zu halten, das muss man auch erstmal lernen. Da. 30 Jahre Wrestling-Schule. Oh, jetzt gehen sie aber richtig. Boah, das ist ja blutig. Ja, ja, gleich kuscheln sie. Oh. Aha, Lashley. Eigentlich nicht getroffen, aber trotzdem getroffen. Lashley meint dann nach 100 Jahren, er könnte mal wieder was machen. Ich glaube, wir müssen in Zukunft die Matches spielen, damit die hier. Aber Bobby Lashley ist echt angeschlagen. Ja, das geht. Der bleibt schon ein bisschen länger liegen. Dadurch, dass es eben Hardcore ist, nicht geht schon ganz schön ab. Also so Hardcore ist das hier nicht, aber es sind zumindest Stühle im Ring. Ja. Und was soll er jetzt? Ein Hammer? Einen Hammer. Ein Hammer, Sledgehammer. Ich MC Hammer Time. Sandman hat zum zweiten Mal den Finisher. Komm, mach ihn auch. Nee, der macht ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Sandman für einen Finisher hat. Bestimmt irgendwas mit einem Candlestick. Den zieht er dann aus seiner Hose. Ein Fleisch-Candlestick. Guck mal, der hat den Kendo, ja, ja. Den Klappstuhl im Bein hängen. Ja, stimmt, der steckt drin, ja. Ja. Ist jetzt der ist auch demnächst verletzt. Ja, der ist dann auch nächste Runde verletzt. Zwei Löcher im Bein. Und ein Klappstuhl im Bein. Ja. Der ist noch dabei. Aber man sieht hier, wie der Schmerzen aushält. Der zieht den einfach raus und steckt ihn wieder rein. Kein Problem. Aber irgendwie... Der gute alte Sandman. Oh. Ja, so ein Sandman-Return in der WWE, das wäre göttlich. HBK wieder beide Finisher. Beide Finisher? Ja, also... Er hat Showman einen und den Finisher. Ja. Ich würde ja gerne mal noch eine Switch-in-Music. Ja, genau, würde ich mich auch freuen über die Switch-in-Music. Meinst du, wir sehen eine Switch-in-Music beim nächsten Groß-Event bei glaube ich der schon, richtigen ja. WWE? Gehe ich mal von aus. Nur gegen wen? Weiß ich nicht. Vielleicht gegen Triple H, der noch eingreift oder so. Oder gegen den Sandman, der eingreift. Ja, das wäre was. Das wäre richtig geil, dann wäre der Sandman nämlich wieder da. Der Sandmann. Oder gegen Goldberg, der eingreift. Naja, ich habe auf zu träumen und komm wieder zurück zur Realität. Ich habe übrigens gehört, der, apropos Realität, der Plan ist, dass, also bis jetzt, dass Ryback bei WrestleMania gegen den Undertaker kämpft und gewinnt. Das glaube ich aber nicht. Das ist der Plan zurzeit, weil die Ryback einfach übel hochpushen wollen und ich hoffe nicht, dass das passiert. Also hoffe ich auch nicht, glaube ich aber nicht, weil ich habe gelesen, dass wenn die Fehde mit CM Punk nicht so gut ausgeht für Ryback, dass es dann aufhört mit dem Pushen für Ryback. Momentan ist er sowieso blöd mit seinem Bully-Scheiß da. Vor allem kann er nicht mal Bully richtig aussprechen, ja, immer so Bully. Aber am besten reden wir jetzt nicht darüber, weil das Video kommt in 100 Wochen und dann... So, Lashley hat seinen Finisher, meine Damen und Herren. Ja, den Dominator, mal, den wir heute schon gesehen haben. Den wir schon gesehen haben von Shawn Michaels. Gegen Bobby Lashley. Ja, genau, das ist auch so ein bisschen... So, er hat einen gespeichert, jetzt hat jeder so einen gespeicherten Finisher. Ja, der Sandmann, der soll den mal benutzen hier, der hat doch Klappstuhl als Dings. Ja, also Hardcore quasi. Ja. Jetzt haben wir drei Waffen. Sledgehammer, Stacheldraht-Baseball und ein Klappstuhl. Ja. This is fucking awesome. Aber sie machen nichts damit. Doch, schon Michaels schlägt in die Luft. Ja, das ist doch... So, jetzt könnte Sandman den pinnen, weil der hat einen roten Schädel. Ich gehe aber jetzt ins Lashley auch schon wieder drin. Aber das hat bestimmt gut funktioniert. Oh, der blutet jetzt auch. Ne? Endlich, wurde auch Zeit. So, jetzt, so, jetzt auch Lashley. Jetzt hat auch Lashley eine Platzwunde, glaube ich. Sandman will aber noch nicht pinnen, er will Waffen holen. Oh, jetzt haut er sich selber kopfblutig. Jetzt blutet er gleich wahrscheinlich. Jetzt geht's ab. Ich weiß jetzt auch nicht, was das genau gebracht hat. Das war hier so Hardcore-Ding. Ja, aber er hat's ja noch. Oder wieder. Ja, nee, der hatte zwei. Und was genau hat das jetzt gebracht? Das kann ich ja nicht sagen. Vielleicht ist er jetzt, hat er mehr Durchschlag. Ich glaube, wenn er blutet, dann bekommt ein Hardcore-Wrestler hier Bonuspunkte. Ah ja, das kann gut sein. Jeff Hardy ist auch Hardcore, ne? Also, nee. Doch, hier schon. Highflyer und Hardcore. Achso. Da wird aber Showman besser passen, oder? Naja, geht. Hat schon ein paar gute Hardcore-Ladder-Matches gemacht. Ja. Der Jeff Hardy. Aber jetzt Lashley hat alle. Seinen Finisher. Blut soll fließen, meine Damen und Herren. Und das tut es. So, Lashley, noch roter wird der Kopf nicht. Wer weiß. So, und Schwarz wird er vielleicht noch. Bam. Ist er ja schon.
Rassistische so. Kommentare. Oh, und jetzt kommt er wahrscheinlich. Rampage. Rampage. Ja, Rampage. Es ist eine Rampage. Boah, jetzt ja, ich. Ah, ja, jetzt, das könnte man als Tollwut bezeichnen hier. Ja, aber macht gar nichts. Er ist jetzt einmal groß gerannt. Übel ausgerastet. Ja, immer noch am übel ausrasten hier mit seinem Klappstuhl. Trifft nur nicht. Trifft nicht, ja, das ist so ein bisschen das Problem. Mit Ausrasten, niemanden treffen, jetzt ist schon wieder weg. Die Rampage. Bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, denn die können einen ja immer wieder unterbrechen beim Covern. Das muss man ja bei so einem Triple Threat Match immer berücksichtigen. Wie es ausgeht, meine Damen und Herren, das sehen wir dann aber frühestens beim nächsten Mal, denn das war's erstmal wieder mit Let's Play SmackDown vs. Raw 2008 mit diesem Hardcore-Match mit EC Dub. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.